Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag und begrüße euch zur Egons Tagesschau oder täglichen Rundschau mit ein bisschen Aufklärung zu unseren Abgeordneten der Linken. Erst einmal muss ich sagen, lag's an Höcke, dass der in Dresden gerade zur selben Zeit seine Rede gehalten hat oder ziemlich zur selben Zeit und Pegida, da sie ihren Auftritt hatte, oder lag's einfach an der Feigheit der Leute, noch für ihre Rechte einzutreten? Kein Schwein traute sich gestern Gesicht zu zeigen gegen diese Scheindemokratie, die man momentan hier in äußerster Ausprägung und endgültiger Entlarvung erleben dürfen. Aber da ich mir die Stunde eh sowieso eingerichtet hatte und wie soll ich sagen, diese Stunde sowieso verplant hatte für diese Sache, habe ich gedacht, nee, ganz kampflos ziehst du nicht ab. Spielst halt die Greta von Erfurt, aber nicht um den echten Klimawandel zu bekämpfen und den Leuten einzureden, man könnte den stoppen, obwohl das nicht geht, sondern den politischen Klimawandel in diesem Lande zu Rot-Links-Grün zu bekämpfen. Und da habe ich mir halt, wie ich das auch früher gemacht habe, wo ich Verkauf, Promotion, Werbung gemacht habe in meinen Tätigkeiten, habe ich einfach mal die Leute angesprochen, habe die Frage gestellt, was halten Sie von der momentanen Regierungsbildung in Thüringen? Und wie das so allgemein in Deutschland vor sich geht. Und da kommt halt einfach mal so die ersten Signale, welche Richtung die sind. Ich muss sagen, es waren einige sehr gute Gespräche dabei. Einer spiegelte wohl das auch wieder, weswegen halt keiner kam. Der sagte, ja, der war nicht mal von Thüringen, der war aus den alten Bundesländern. War aber irgendwie, wenn ich das noch in richtiger Erinnerung habe, im Osten aufgewachsen oder so. Auf jeden Fall sagte der, ja, ich bin vollkommen Ihrer Meinung, aber ich kann jetzt nicht großartig jetzt irgendwo mich äußern, denn ich arbeite im öffentlichen Dienst. Ja, so weit sind wir schon wieder, so war es zu DDR-Zeiten, dass Leute sich nicht trauen, ihre freie Meinung zu äußern, weil sie im Dienste des Staates sind. Und wenn die nicht im Sinne des Regimes ist, dann schweigt man lieber. Und das sind dann wahrscheinlich die Leute, die entweder bei einer Umfrage sagen, ach, ich interessiert mich, ich gehe gar nicht wählen, oder dann sagen, ich wähle die Pfefferminzia-Partei oder sonst was, weil sie schon so weit ist, dass man, wissen wir ja mittlerweile, dass alles überwacht wird. Vielleicht befürchten, ja, der hat mich ja angerufen, der kennt meine Telefonnummer, der weiß dann auch, wer ich bin. Und vielleicht notieren sie sich ja doch, wer was gesagt hat. Ja, kann ja jeder nachvollziehen. So kommen auch die tollen Umfragen immer zustande, die dann immer komischerweise kurz vor Wahlen sich immer oftmals noch ein bisschen stark verändern und dann bei der Wahl selber nochmal starke Differenzen von 2 bis 3, 4% manchmal ergeben. Ja, oder es lag halt an Höcke, wie gesagt, aber da muss ich sagen, ich habe ja nun Höcke sehr oft reden hören. Ich weiß, wie er die Leute motivieren kann und wie er seine Wahrheiten, die einfach nur Wahrheiten sind und nichts Rechtsextremes ausspricht. Aber ich habe gesagt, das muss ich nicht live sehen, wenn ich Erfurter bin und hier und Thüringer und gegen diese Scheindemokratie auf die Straße gehen möchte. Das kann ich mir auch abends in Ruhe, gibt es bestimmt eine Aufzeichnung davon, anschauen. Und so war es auch. Ich habe sie mir dann so gegen Nacht um 1, wo ich mit allen fertig war, habe mich auf der Couch gehört. Ich muss ihn ja nicht mehr sehen. Ich kenne ihn ja schon. Das Gesicht habe ich mir da so nebenbei angehört, diese Rede. Sie war wieder klasse. Kann man auch nicht anders sagen. Ja, deswegen, aber wir geben nicht auf. Am 25.02., diesmal nicht zum Pegida-Tag, nämlich dienstags, und deswegen, weil an dem Tag dieser neue Ministerpräsident gewählt werden soll und dann ja wahrscheinlich schon gewählt ist, habe ich gleich den nächsten Aufruf gestartet. Ich hoffe, dass diesmal ordentlich geteilt wird und sich ein paar trauen, Gesicht zu zeigen. Das dazu, aber wie gesagt, aufgeben gilt nicht. Und wenn ich mir am Ende sagen kann, ich sage nicht, dass ich es euch nicht gesagt habe. Ja, dann zu den neuesten Ereignissen.
Pegida hatte ich ja nun schon angesprochen. Im Übrigen habe ich bis so tief in die Nacht, bevor ich immer so einschlafen konnte, mal im Videotext geguckt, was sie so schreiben darüber. Da stand gestern immer bloß von ein paar hundert Gegendemonstranten da. Und diejenigen, die bei Pegida waren, die wurden gar nicht erwähnt. Nun hat wahrscheinlich der Herr Kretschmer erst bei der Frau Merkel angerufen und hat gefragt, welche Zahlen sollen wir melden? Was soll ich da den offiziellen Leuten sagen, was sie melden sollen? Jetzt waren es angeblich 3000 Gegendemonstranten und nur 4000 bei Pegida. Ziemlich viele, paar hundert, ne? Wenn die paar hundert, also die 3000, paar hundert waren, dann waren wahrscheinlich dann die 4000, 15.000. Ja, wir kennen ja, wie das heutzutage läuft. Alles nur noch per Marschbefehl und Order von oben. Was Wahres erfahren wir in diesem Staat sowieso nicht mehr, wenn man sich nicht selber drum kümmert, die Wahrheit zu ergründen. Ja, und die neueste Meldung zu dem aktuellen Thema, bevor wir dann wieder zu den Linken kommen, ist der neue Vorschlag des Herrn Ramelow, um wieder als das Opfer dargestellt werden zu können, dass er jetzt sogar zu verzichtet, in dieser Übergangsregierung Ministerpräsident zu sein. Also so ähnlich wie der Herr Kurz in Österreich. Und er möchte eine technische Regierung unter Leitung der CDU Ex-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht. Dann sage ich mal so, mit der könnte ich ja noch leben, obwohl die auch nicht mein gelbes vom Ei war. Ich habe sie nie gewählt. Sie war halt in der Kirche und all das Übliche, ne? Aber sie war halt auch in der FDJ, hat sie FDJ-Sekretärin, ich habe es mir extra notiert, der Theologiestudentin gemacht, ne? Also sie hat sich sehr gut, denke ich mal, auch mit dem Regime arrangiert. Sie hatte bloß das Glück, dass sie mit der Kirche verbandelt war durch ihren Vater. Und da wissen wir ja, da gab es ja doch noch einige Sonderrechte, die man denen eingeräumt hat, weil es dann zu sehr Druck von der Kirche, vom Vatikan und so weiter und sonst wo gab. Ja, also, aber es wäre eine Lösung, wenn es denn wirklich nach 70 Tagen oder vielleicht auch noch 90 Tagen, 20 will ich mich gar nicht mehr streiten, eine richtige neue Neuwahl gibt, unter den Voraussetzungen, wie wir sie jetzt gewählt haben und nicht mit ihrem Paritätgesetz, ne? Denn das wäre eine Verfälschung des Wahlergebnisses oder der neuen Wahl. Die nächste Verfälschung, ja, aber wo darauf das wieder hinauslaufen soll, das zeigt sich dann, wenn man sieht, was diese drei angeblichen technischen Minister, wer das sind. Da ist der Chefeinpeitscher, der Chefideologe, der linkeste Linksextremist neben Frau Hennig-Welsow in dieser linken Partei, der Herr Hoff, ist der Staatssekretär, steht aber nicht genau da, was der dann überhaupt begleiten soll für ein Ministerium, bei den anderen steht es da. Der Frau Taubert, na gut, Finanzministerium in der Übergangszeit ist da eh nicht viel zu machen, der Haushalt ist sowieso beschlossen und. Also von der SPD, die soll Finanzminister sein und der Skandallauinger, ausgerechnet der Skandallauinger von den Grünen, soll Justizminister sein in dieser Übergangszeit. Also ich kann der CDU nur empfehlen, diesen Vorschlag, so wie er von Herrn Ramelow gemacht worden ist, rundweg abzulehnen. Weil wenn CDU-Übergangsregierung, also diese Frau Lieberknecht, man hätte ja auch einen ganz neutralen nehmen können, so wie es damals der Herr Lindner noch vorgeschlagen hat, wenn schon die Frau Lieberknecht Ministerin oder Ministerpräsidentin auf Abruf sein soll, dann aber bitte mit Ministern, die sie selber ausgewählt hat und berufen hat. Und nicht so eine versteckte rot-rot-grüne Regierung, die uns als technische Regierung verkauft wird und die dann 2 Monate lang wahrscheinlich vor allen Dingen zum Beispiel der Hoff dafür sorgt im Wahlkampf, dass AfD-Laster abbrennen und solche Geschichten, ne? Um dann die Plüschpoke, die er da befehligt, diese ganze Antifa und diese angeblichen Demokraten, dass die dann ordentlich mit Geld versorgt werden, damit der Kampf gegen rechts weitergehen kann, mit Anschlägen, mit Bedrohung von Politikern, wie wir das ja auch gegen FDP-Politiker kurze Zeit jetzt erleben konnten. Also technische Regierung, okay. Wenn es wirklich nur für 2, 3 Monate ist, könnte ich auch mit der Frau Lieberknecht wählen, aber mit Sicherheit nicht mit einem Herrn Hoff und mit Sicherheit nicht mit einem
Skandal Justizminister Lauinger, der in der letzten Legislaturperiode von einem Skandal in den anderen getappt ist. Ja, das zu den wichtigsten Ereignissen von gestern. Ach ja, und jetzt ist der Herr Röttgen, der noch auch noch Bundeskanzlerin werden will. Bundeskanzler kann man ja nicht mehr sagen zu den CDU-Leuten. Das sind ja alles kleine Weicheier und Muschis, sag ich mal so. Also im Prinzip nur äußerlich sind es dann Männer, in Wirklichkeit sind es Waschweiber. Ne? Also es bleibt dann praktisch bei einer Bundeskanzlerin, ob die nun Merz heißt oder Spahn oder Laschet oder halt dann Herr Röttgen. Ne? Ja, schauen wir mal, wie das Hornberger Schießen noch ausgeht. Ist schon interessant, dass jetzt die Frau Kramp-Karrenbauer erstmal mit denen allen redet und praktisch den Thronerben bestimmt. Das ist Demokratie à la CDU, das ist Demokratie à la Bundesrepublik Deutschland 2020. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu den paar Biografien von Linken. Und jetzt muss ich mal gucken. Ja, die erste ist gleich ganz interessant. Und das ist die Frau Dr. Gudrun Lukin. Da nehme ich vorher noch einen Schluck Milch. Nicht, dass mir noch der Zunge festklebt. Der Dr. Gudrun Lukin. 1973 bis 1978 Studium. Marxistisch-leninistische Philosophie in Rostock am Don, also so richtig in der Zentrale der absoluten stalinistischen, kommunistischen Ideologie ausgebildet worden. Die weiß also, wie Hardcore-Sozialismus geht. Dann haben wir 1978 wissenschaftliche Assistentin am Institut für Philosophie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Also was so die Philosophie der DDR war und des Sozialismus, des Stalinismus, wissen wir ja. Im Rahmen dessen hat sie Philosophie studiert oder hat diese Assistenten, dieses Institut, Assistentin ist sie da gewesen. Ja, dann haben wir seit 1973 war sie natürlich in der SED und ab 1984 Mitarbeiterin im Büro des Jener Bürgermeisters. Also auch wieder eine perfekte linientreue Karriere. Und wie gesagt, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, ich bin da ganz offen, ich tue nichts verbergen. Ich habe ja vor 5 Jahren den Linken das Kreuz gegeben, weil damals war Lucke noch der AfD und das war nicht meine AfD. Und von daher habe ich gesagt, geben wir mal eine Chance. Vielleicht haben sie ja nach 25 Jahren doch sich geändert. Ich musste aber leider feststellen, spätestens dann, wo die Flüchtlingskrise losging und sie dann jeden mit Stasi-Methoden bekämpft haben, der sich nur im Entferntesten kritisch zu diesen Leuten geäußert hat, hat sich gezeigt, spätestens dann, sie haben sich kein bisschen geändert. Einmal SED, einmal diese Ideologie tief über Jahre in sich eingesogen, immer SED. Die kann man nicht vergleichen mit Leuten wie mein Vater, der wirklich dann schon während des Wechsels sein Parteibuch zurückgegeben hat, noch bevor überhaupt feststand, dass die Wende endgültig ist und nie wieder irgendwas parteipolitisch gemacht hat. Ne? Der hat es wirklich gelernt, der hat wirklich gemerkt, ich weiß noch, wie enttäuscht er war über jedes Ding, was da rauskam, über die Partei, die ihm immer gesagt hat, der Sozialismus ist das beste System der Welt. Genauso verblendet sind auch die Jugendlichen, die denen heute hinterherrennen. Habe ich gestern zwei auch dabei gehabt. Der eine wollte gleich die Polizei rufen, weil ich ihnen mal was über die Stasi erzählen wollte, Gottes Willen. Ja, habe ich gesagt, okay, geh in deine Stasi-Diktatur. Tschüss, schönen Abend noch. Ja, dann haben wir die Katja Maurer, die ist geboren in Kasachstan, ist erstmal nichts Schlechtes. Ne? Studium Kultur- und Sozialanthropologie. Und ein Masterstudium politische Kommunikationsforschung. Also ich will mal sagen, die Dame hat wenigstens Standvermögen. Sie scheint nicht dumm zu sein. Deswegen wundert es mich, dass sie in der Linken ist. Aber die hat wenigstens ihre Abschlüsse alle gemacht. Die hat es auch durchgezogen. Vielleicht setzt bei der Dame irgendwann doch noch auch das Nachdenken ein. Sie ist noch ein junges Mädel, wenn ich so vom Bild sehe. Zumindest hat sie keine Stasi-Vergangenheit, mit Sicherheit. Und was die Eltern gemacht haben in der ehemaligen UdSSR, kann ich nicht beurteilen. Aber ja, es gibt halt auch ein paar Leute, die wirklich glauben, was
ihnen die Obrigkeit erzählt und dann irgendwann schwer enttäuscht aufwachen. Und als letztes haben wir noch der Anja Müller. Da haben wir komischerweise aus der DDR-Zeit keine Infos. Woran das liegt, kann ich mir jetzt nicht erklären. Stand nichts in Wikipedia. Ja, kann so oder so sein. Ja. Sie hat nach ihrer Ausbildung keine Infos über den, auch nicht über die Ausbildung hatte ich mir notiert, genau. Ich habe jetzt mal ein bisschen so diese Mittelbrille, die eigentlich für den Computer gedacht ist, aufgesetzt, damit ich nicht ganz so verschwommen wie euch sehe. Oder mich sehe. Euch sehe ich ja nicht. Ja. Sprecherin ist sie für Migrations- und Integrationspolitik, Vertreterin der Linken im Flüchtlingsrat, also die vertritt auch nicht die Deutschen, die vertritt eher die Interessen der Flüchtlinge, und Sprecherin bei der Vorbildung, ich weiß nicht, wo die Fachkompetenz dann herkommt, sie ist Sprecherin für Justiz, Verfassung, Demokratie und Petition. Wie gesagt, ich hatte nichts, konnte nichts über die Ausbildung rausfinden oder irgendwas. Eine sehr undurchsichtige Dame. Ja, und wenn so gar nichts über das Leben in der DDR-Zeit zu finden ist, muss man sich auch seine Gedanken machen. Also das krönende Beispiel wieder für die linke SED, das waren durch heute wieder die Frau Dr. Gudrun Jukin. Ja, und damit haben wir wieder ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet, um vielleicht den ein oder anderen Naiven die Augen zu öffnen. Und dass selbst wenn jetzt der Herr Ramelow noch als Ministerpräsident vorher ein paar Geschenke verteilt hat, weil er die Möglichkeiten dazu hatte durch eine künstlich boomende Wirtschaft, weil Flüchtlinge bringen ja auch Geld ins Land, weil es muss gebaut werden, die auch setzen in der Kaufhalle um, etc. Vielleicht doch mal nachdenken, zu welchem Preis er dies tut, was da langfristig für Thüringen geplant ist, und darum geht es nicht um das eigentliche Hier und Jetzt, sondern um unsere Zukunft. Und damit es nicht wieder noch länger wird, wir sind halt wieder so ein bisschen in einer extra Brennpunkt, sage ich mal so, nach der Tagesschau, mache ich jetzt ganz schnell Schluss und sage Tschüss, bis gleich beim Geschichtsvideo.